Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 68 Todesser Zweiter Teil. Es war bereits kurz vor 1 Uhr nachts, als Harry die Kerker ansteuerte. Noch bevor er Salazar erreicht hatte, hörte er Schritte hinter sich, sodass er sich umdrehte. In dem dunklen Gang kam Severus mit wehendem Umhang auf ihn zu. Als der ihn fragend anblickte, konnte Harry es sich nicht verkneifen zu fragen: »Wo kommen Sie denn jetzt her?« Nur einen Moment stockte Severus, bevor er mit sicherer Stimme antwortete: »Vom Astronomieturm natürlich.« Harry glaubte ihm nicht und fragte eher scherzend: »Und? Jemand erwischt?« Die einzige Antwort war eine hochgezogene Augenbraue, bevor Severus fragte: »Was führt Sie zu so später Stunde zu mir?« Beiläufig klingend erklärte er: »Ich war mit Hermine heute auf einer Veranstaltung. Es gab einen kleinen Vorfall.« Er war sich so sicher, dass Severus darüber längst im Bilde war. Severus ließ sich von Salazar die Tür öffnen, bevor er Harry hineinbat und ihm einen Schluck Whisky anbot, den er jedoch ablehnte. Stattdessen schilderte Harry, der sich derweil auf das Sofa gesetzt hatte: »Auf dieser Versammlung waren jede Menge Tierwesen und Halbmenschen anwesend. Ein gefundenes Fressen für Todesser.« Hier schaute ihn Severus mit zusammengezogenen Augenbrauen an, doch ohne auf einen Kommentar zu warten, schilderte Harry: »Die haben diese Versammlung gleich genutzt, um ein wenig Chaos zu stiften.« »Wie bitte? Todesser haben die Versammlung gestört?« fragte Severus verdutzt klingend. Harry nickte, doch er verbesserte: »Vielleicht ist gestört nicht ganz das richtige Wort. Das war ein brutaler Überfall. Einige Todesser wurden überwältigt, aber nicht alle. Zum Glück ist Remus noch rechtzeitig auf der Bildfläche aufgetaucht, nachdem er bei Hermine für heute Abend ja erst abgesagt hatte. Er hatte das Schlimmste bei der ersten Attacke verhindern können und dann hat er Tonks mit einem Patronus zur Hilfe gerufen. In 0, nichts waren 30 Auroren da und haben für Ordnung gesorgt.« Severus hatte sich selbst ein Glas Feuerwhisky eingeschenkt und fragte neugierig: »Haben Sie sehen können, wer sich unter den Todessern befand, denen man habhaft werden konnte?« »Ich habe nur McNair gesehen. Keine Ahnung, wer die anderen waren, die man festgenommen hatte. Aber vielleicht kann ich das über Remus erfahren. Tonks wird ihm das bestimmt verraten. Meinen Sie nicht?« antwortete Harry. Nachdem Severus die Informationen hatte sacken lassen, fragte er: »Ich hoffe, es wurden nicht viele Menschen verletzt?« Nach einem Kopfschütteln sagte Harry: 12 Verwundete sind sofort ins Mungos gebracht worden. Es gab nur einen Toten.« Nach einer kleinen Sprechpause fügte er hinzu: »Mr. Caedes wurde bei der zweiten Explosion von einem abgesplitterten Stück Holz getroffen. Er war fast tot und hat sich nur noch gequält. Sanguini hat...« Harry atmete einmal tief durch. »Etwas nachgeholfen.« »Sanguini ist ein Vampir, richtig? Ich glaube, Professor Slughorn hat ihn etliche Male erwähnt«, sagte Severus innehaltend. Er nahm einen weiteren Schluck von seinem Whisky, bevor er fragte: »Warum sagen Sie, Sanguini hätte nachgeholfen? Was ist denn mit diesem Mister...« Harry half ihm auf die Sprünge und nannte nochmals den Namen: »Caedes.« »Richtig. Was ist denn mit Mr. Caedes geschehen?« fragte Severus. »Naja, Mr. Caedes, müssen Sie wissen, war auch ein Vampir. Er hat sich auf dieser Veranstaltung ziemlich daneben benommen. Ich glaube, er war Sanguini schon länger ein Dorn im Auge.
Niemand außer mir und Mr. Warple hat gesehen, wie Sanguini das Stück Holz mit seinem Fuß noch tiefer in Mr. Kaedes Herz getrieben hat. Er ist auf der Stelle gestorben. Er war der Einzige, der heute Abend den Tod gefunden hatte, wenn man das bei einem Vampir überhaupt so nennen kann. Severus schenkte sich bereits ein zweites Glas ein, während Harry ihn still beobachtete. Ihm war aufgefallen, dass sein älterer Kollege Blickkontakt vermied. Nach einer Weile sagt Severus sehr selbstsicher: Er klingt, als hätte Sanguini eine Rechnung mit Mr. Kaedes offen gehabt. Ungläubig schnaufte Harry, denn er war sich so sicher, dass Severus heute Abend selbst an Ort und Stelle gewesen war, weshalb er seinen Verdacht prüfen wollte. So sagte er, um Severus' Reaktion abzuwarten: Möglich. Aber vielleicht war Sanguini auch nur ungehalten darüber, dass Mr. Kaedes Hermine gebissen hat. Wie bitte? Mrs. Granger ist von einem Vampir gebissen worden? Wie geht es ihr? Ist sie im Mungos? Fragte Severus sofort nach. Harry vermisste ein wenig die Schocksekunde, die er erwartet hatte, sodass er beiläufig erwähnte: Ach, ich dachte, sie wissen es längst, weil sie ihr doch zwei Stärkungstränke verabreicht hatten. Es war von Harry beabsichtigt, es wie eine Tatsache klingen zu lassen. Und dieses Mal zeigte Severus die erhoffte Reaktion, denn er hatte beinahe sein Glas fallen lassen. Jetzt hatte Harry ihn in die Enge getrieben, denn diese Reaktion konnte Severus nicht mehr wettmachen. Es schien, als würde sein Kollege befürchten, ausgefragt zu werden. Doch Harry blieb völlig gelassen und beobachtete Severus, der um eigene Worte verlegen war. Er gab ihm reichlich Zeit, falls Severus aus eigenem Antrieb etwas beichten wollte. Doch der schwieg. Es war eindeutig, dass Severus sich ertappt fühlte, denn er blickte mehrmals verlegen zu Harry hinüber, dann auf den Boden und wieder zu Harry, bevor er seufzte. »Warum spionieren Sie ihr nach?«, fragte Harry frei heraus. »Ich habe niemandem nachspioniert«, rechtfertigte sich Severus, der das letzte Wort mit Abscheu aussprach. Harry ließ bewusst beide Augenbrauen in die Höhe wandern, während er Severus eindringlich anschaute, sodass der sich genötigt fühlte zu erklären. »Es geht Sie zwar überhaupt nichts an, Harry, aber ich hatte heute dort eine Verabredung.« »Mit wem?«, fragte Harry kurz und knapp. »Mit Mr. Kaedes«, entgegnete Severus. »Warum?«, fragte Harry erneut, während er bemerkte, wie Severus sich über sein dreistes Benehmen zu ärgern schien. »Weil er ein Vampir ist.« Severus hielt inne, doch Harry blieb stur und ließ nicht locker. »Sie hatten eine Verabredung mit Mr. Kaedes, weil er ein Vampir ist?«, fragte er ungläubig. Das Warum hatte Severus nicht genügend erklärt, weshalb Harry unerbittlich stocherte. »Warum hatten Sie eine Verabredung mit ihm?« »Es geht Sie überhaupt nichts.« »Severus, es geht mich sehr wohl etwas an, wenn Hermine von einem Vampir gebissen wurde und kurz darauf Todesser die Versammlung stürmen«, stellte Harry mit Bestimmtheit klar. Mit sehr viel ruhigerer Stimme fügte Harry an: »Ich bin nicht hier, um über Sie zu urteilen. Ich möchte nur Ihre Geschichte zum heutigen Abend hören.« Severus seufzte. Seine Lippen schürzten sich und er dachte nach, bevor er sich erhob und zu seinem Schrank hinüberging. Aus einer Schublade entnahm er etwas, was wie eine Zeitung aussah. Nachdem er sich Harry wieder genähert hatte, hielt er ihm einen an einer bestimmten Stelle gefalteten Tagespropheten unter die Nase. Eine Anzeige, die Severus mit roter Tinte umrandet hatte, las Harry laut vor: »Desmodus Rotundus, zu Testzwecken gesucht, gute Entlohnung, Kontakt unter der Chiffre.« Harry hielt inne und sah Severus verdutzt an, als er die Frage stellte: »Was soll das?« Erläuternd erwiderte Severus: »Desmodus rotundo ist die lateinische Bezeichnung für den gemeinen Vampir, für die Fledermausgattung. Jedem Vampir, der meine Anzeige gelesen hat, musste klar gewesen sein,
dass ich keine Fledermaus suche. Was sind denn das für Testzwecke? Und warum die Heimlichtuerei mit der Anzeige? Wollte Harry wissen. Mit schmieriger Stimme erklärte Severus. Glauben Sie denn, es sei legal, neue Tränke an Vampiren zu testen? Ich könnte davor nach Azkaban. Harry ließ ihn nicht ausreden und fragte, von was für einem Trank sprechen wir hier? Sie, Harry, als Genie in Zaubertränken? Harry verzog beleidigt das Gesicht. Sollten zumindest erahnen können, dass ich an einem Trank arbeite, der Vampiren zugutekommen könnte. Bevor Harry nochmals fragen konnte, erläuterte Severus. Es gibt keine Heilung, aber man könnte den Blutdurst mäßigen. Gerade, sagen wir, für unersättliche Gesellen wie Mr. Caedes einer gewesen war, wäre so ein Trank gewiss eine Erleichterung. Er hatte sich bei mir gemeldet und sich bereit erklärt, den Trank zu testen. Severus seufzte erneut, nahm einen Schluck Alkohol und versicherte, während er derweil den Whisky schwenkte. Mir war ja nicht einmal bekannt, dass Sie, Harry, auch auf der Veranstaltung sein würden. Dass Miss Granger anwesend sein könnte, hatte ich selbstverständlich in Erwägung gezogen, so oft wie sie von dieser Initiative gesprochen hatte. Es war nicht meine Schuld gewesen, dass Mr. Caedes unsere Verabredung nicht eingehalten hatte und er heute Abend seinen Durst nicht unter Kontrolle bringen konnte. Die Situation eskalierte, wie Sie wissen. Es war reiner Zufall, als ich ihn endlich gefunden hatte und Miss Granger... Warum haben Sie sich ihr nicht zu erkennen gegeben? Unterbrach Harry. Rechtfertigend antwortete Severus. Ihre Sinne waren von dem Biss benebelt. Ich habe mich nicht vor ihr verborgen gehalten. Aber sie hat mich einfach nicht erkannt. Und warum haben Sie sich später nicht noch uns allen gezeigt? Wollte Harry wissen. Oh ja, sicher. Glänzende Idee, Harry. Konterte Severus spöttisch. Wie hätte es wohl ausgesehen, wenn ich, ein ehemaliger Todesser, während eines Angriffs von anderen Todessern ganz zufällig auf der Bildfläche auftauche? Fragte Severus mit provozierendem Unterton. Doch Harry blieb gelassen. Er wollte sich Severus' Version des Abends anhören und sich nicht herausfordern lassen. Unmerklich schüttelte Severus den Kopf, bevor er noch sagte: Ich mag einen Merlin bekommen haben, aber ich bin nicht so dumm zu glauben, dass jeder mich als resozialisiert betrachtet. Mad-Eye hätte mich sofort niedergemacht, hätte er mich dort gesehen. Eine ganze Weile dachte Harry nach, bevor er zusammenfassend wiedergab. Sie haben sich also mit Mr. Caedes dort wegen ihres Trankes getroffen. Alles andere, der Übergriff auf Hermine und die Todesserattacke, das war reiner Zufall? Severus nickte und seufzte erneut. Harry machte es ihm gleich und seufzte ebenfalls. Er wusste, dass Severus ihm die Wahrheit gesagt hatte. Weiter wollte er nicht darauf eingehen, weswegen er aufforderte: Ich bin eigentlich hier, um Sie wegen Hermine um Hilfe zu bitten. Muss ich noch irgendwas beachten? Ich habe keine Ahnung, wie man mit einem Vampirbiss umgeht. Ihre Wunde sieht ziemlich übel aus. Ich dachte, Sie könnten sich das vielleicht mal ansehen? Severus war sichtlich erleichtert, dass er das Thema endlich gewechselt hatte. Doch zu seinem Erstaunen antwortete Severus: Miss Granger sollte ins Mungos gehen. Nein, das möchte sie nicht, entgegnete Harry wie aus der Pistole geschossen. Dann zu Poppy. Doch auch hier wurde Severus von Harry unterbrochen. Hermine will gar nicht, dass überhaupt irgendjemand darüber Bescheid weiß. Sie weiß nicht einmal, dass ich jetzt hier bei Ihnen bin. Es ist ihr schon peinlich genug, dass Filius, Hagrid und Olymp miterlebt haben, was passiert ist. Aber ich mache mir große Sorgen um den Biss, der sieht... Harry hielt inne, um nach Worten zu suchen. Wirklich gefährlich aus. Hermine schläft jetzt. Sie könnten doch einfach mal einen Blick darauf werfen, Severus. Nachdem Severus wortlos zugestimmt hatte, verschwand er kurz in seinem privaten Labor, um einige Dinge zu holen, bevor er Harry folgte. Hermine schlief fest auf der Couch und Wobble wandte nicht einmal seinen Blick von ihrer schlafenden Figur ab, nachdem Harry wieder das Zimmer betreten hatte.
erst, nachdem Harry sich flüsternd bei Wobble bedankt hatte, verschwand er mit einem Fingerschnippen. Leise stellte Severus drei Fläschchen und eine kleine Dose auf den Couchtisch, bevor er sich vorsichtig neben Hermine auf die Couch setzte. Mit federleichten Berührungen legte Harry die Wunde frei, indem er das Tuch mit viel Fingerspitzengefühl entfernte, damit Severus einen Blick darauf werfen konnte. Harry beobachtete Severus, der beim Anblick der Wunde sein Gesicht angewidert verzog. Vorsichtig führte Severus einen Zeigefinger unter eine der stichartig aussehenden Wunden und drückte zaghaft. Es quoll etwas dunkles Blut hervor und gleich darauf floss Frisches, was Severus dazu veranlasste, seine Lippen fest zusammenzupressen, bevor er eine kleine Dose vom Tisch nahm und sie öffnete. Die Dose beinhaltete ein gelbes Pulver, welches Severus mit einem kleinen, metallenen, flachen Gegenstand entnahm und Prise für Prise mit klopfenden Bewegungen seines Zeigefingers über der Bisswunde verteilte. In diesem Moment drehte Hermine ihren Kopf und sie schien etwas von dem Pulver eingeatmet zu haben, sodass sie laut niesend erwachte. Mit großen Augen blickte sie ihren Professor an, bevor ihr endlich klar wurde, dass es kein Traum war und er tatsächlich bei ihr auf der Couch saß. Sie schluckte und blickte dann verlegen an ihm vorbei, bevor sie leise hauchte. Danke. Severus wusste nicht, wie er reagieren sollte, also reagierte er gar nicht. Um Hermine etwas aufzuheitern, fragte Harry, »Soll ich Ron übers Flohnetz rufen? Der würde bestimmt noch vorbeikommen, Hermine.« Harry war sich sicher, dass Ron alles stehen und liegen lassen würde, um Hermine beizustehen. Das hatte Ron immer getan, für Hermine und ihn. Hermine nickte, denn Ron würde ihr jetzt wirklich gut tun. Sie vermisste ihn. Die Umarmungen, seine tröstenden Worte, die er in solchen Situationen immer parat hatte und die ihr gut taten. Harry ging hinüber zum Kamin und verband sich mit der noch gemeinsamen Wohnung von Ron und Hermine. Severus nutzte die Gelegenheit, um sachlich mit seiner ruhigen, leisen Stimme zu erklären. Das Pulver wird die Wirkung des Vampirspeichels aufheben, der die Wunden daran hindert, sich wieder verschließen zu können. Morgen früh sollten Sie es noch einmal anwenden. Er war sich sicher, dass Miss Granger all dies seit ihrer dritten Klasse in- und auswendig wusste. Doch er wollte nicht einfach wortlos neben ihr sitzen und sie anschweigen. Miss Granger war offenbar froh darüber, dass seine Stimme, die ansonsten peinliche Stille durchbrach, auch wenn er sie währenddessen nicht ansah, sondern verlegen die Fläschchen auf dem Tisch umherschob. »Ich habe einen Stärkungstrank und zwei blutbildende Tränke mitgebracht.« Während Professor Snape mit ihr oder besser in den Raum hinein über die Tränke redete, hörte sie, wie Harry per Kamin Kontakt zu Ron aufnehmen wollte. Doch es meldete sich eine Frauenstimme. Eine verschlafene Angelina fragte muffelig, »Hey, Harry, ein bisschen spät, findest du nicht?« Als Hermine ihre Stimme vernahm, drehte sich ihr der Magen um. Noch viel schlimmer war, dass ihr Professor ebenfalls Zeuge dessen wurde, wie Harry anstelle von Ron nun eine andere Frau am Kamin hatte. Sie schämte sich in Grund und Boden. Sie fühlte sich verletzt und ungeliebt, alleingelassen und verraten, selbst wenn es Rons gutes Recht war, sich mit einer anderen Frau zu treffen. »Ist schon gut, Harry, Ron muss nicht«, sagte Hermine, die letzten Worte wegen eines Schluchzens verschluckte. Völlig unbewegt von der Situation und mit gefühlskalter Stimme, was Hermine fast noch mehr verletzte, als Angelinas Stimme zu hören, sagte Professor Snape. »Einen von beiden Tränken für die Neubildung des Blutes nehmen Sie heute noch. Die anderen beiden Flaschen morgen. Dann sollte es Ihnen wesentlich besser gehen.« Für die späte Störung entschuldigte sich Harry und er verabschiedete sich gleich wieder von Angelina. Auch bei ihm hatte sich ein Kloß im Hals gebildet, denn er ahnte, wie schmerzlich diese Situation für Hermine jetzt sein musste. Severus kam nicht dazu, noch etwas sagen zu können, denn seine Schülerin griff nach dem Kissen unter ihrem Kopf, um es gleich im Anschluss auf das Gesicht zu pressen. Harry vermutete,
Sie würde dort leise hineinweinen. Doch Severus schien dieser Gedanke nicht zu kommen. Er schien über ihr Verhalten verwirrt und fragte unsicher, aber hilfsbereit. Miss Granger, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? An ihren jetzigen Geräuschen dachte Harry, müsste selbst Severus erkennen, dass sie bitterlich weinte, was den armen Mann völlig zu verschrecken schien. Unter dem Kissen hervor wimmerte es mit hoher Stimme. Ich will ein Eis haben. Gleich darauf wurde ihr ganzer Körper geschüttelt und sie ließ ihren durch das Kissen unerkannten Tränen freien Lauf. Severus erhob sich abrupt von dem Sofa und blickte Harry hilfesuchend an, während er mit einer Geste seiner Hände seine Ratlosigkeit untermauerte. Schon gut, Severus. Ich kümmere mich darum. Danke, dass Sie gekommen sind. Mit einem kurzen Nicken verabschiedete sich Severus von ihm, bevor er nochmals unschlüssig zu Hermine hinunterblickte und letztendlich das Zimmer verließ. Nachdem Severus gegangen war, dauerte es gar nicht lange und da knisterte das Feuer im Kamin, bevor man Rons Stimme hörte. Harry? Ist alles okay? Wo bist du? Hier, Ron, sagte Harry, der an den Kamin rannte, um den Ruf entgegenzunehmen. Was ist los, Harry? Angelina hat mich geweckt und gesagt, dass du mich eben erreichen wolltest. Soll ich vorbeikommen? Mach Platz, ich komm vorbei, sagte Ron, der keine Antwort abwartete und einfach zu Harry ins Wohnzimmer kam. Ron ergriff Harrys Oberarme dicht bei den Schultern und musterte ihn besorgt von oben bis unten, bevor er fragte. Was ist los, Kumpel? Harry nickte hinüber zur Couch, wo Hermine sich noch immer das Kissen vors Gesicht hielt und weinte. Langsam näherte sich Ron ihr und kniete sich mit besorgter Miene neben sie. Eine Ecke des Kissens ergreifend, zog er es zaghaft weg. Sie hatte ihn nicht kommen hören, doch sie war froh, so plötzlich sein Gesicht zu sehen, so dass sie sich gleich aufraffte, um sich ihm an den Hals zu werfen. Tröstend strich er mit der flachen Hand und Kreisbewegungen über ihren Rücken, während seine andere Hand ihren Kopf kraulte. Minchen, was ist denn nur passiert? Er nahm sie an den Armen und drückte sie leicht von sich weg, damit er sie ansehen konnte. Und erst da sah er die Bisswunde unter ihrem weißen Seidentuch hervorblitzen. Bei Merlin, wie ist denn das passiert? Ist Snape etwa doch ein Vampir? Fragte Ron mit großen Augen. Noch immer rannen Tränen über ihre Wangen. Doch über seine Bemerkung musste Hermine tatsächlich lachen. Denn diese Vermutung, Snape betreffend, hatte wohl jeder Schüler in Hogwarts schon einmal gehabt. An ihrer Stadt erzählte Harry von dem Vampirübergriff und dem Todesserangriff, während Hermine einwarf, dass ihr jemand das Leben gerettet hätte. Harry erzählte nichts von dem, was Severus ihm offenbart hatte, um besonders Hermine nicht noch mehr aufzuregen. Alle drei waren über das Geschehene so aufgebracht, dass an Schlaf kaum zu denken war. Abwechselnd erzählten Harry und Hermine ihrem besten Freund alles, was am heutigen Abend passiert war. Doch Hermine war wegen ihres körperlich geschwächten Zustands nach einer Stunde bereits so müde geworden, dass sie die Augen nicht mehr aufhalten konnte. Sie schlief bereits selig, während Ron und Harry sich noch immer angeregt unterhielten, aber ihretwegen die Lautstärke gedrosselt hatten. Letztendlich verabschiedete sich Ron, um zu Angelina zurückzukehren, und Harry bat Wobble darum, während der Nacht ab und an ein Auge auf Hermine zu werfen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.